Okay. Alles klar, Joker, Rückzug. Ihr kehrt jetzt von Shiros Palast in die echte Welt zurück. Vielen Dank für eure harte Arbeit. Du bist zurück. Das ist alles. Ich mach mir keine Sorgen. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich helfe dir so gut ich kann. Sei nur nicht waghalsig, okay? Der Palast spiegelt Shiros Wesen ziemlich gut wider. Wie meinst du das? Da hast du recht. Da reise ich ja sehr viel, vor allem auf extravaganten Schiffen. Und es ist wohl klar, dass er dafür nicht nur sein eigenes Geld nutzt. Das Geld ist voll von Gerüchten. Das Netz ist voll von Gerüchten. Oh, kapiert. Er nimmt dafür Steuergelder? Uncool, Shido. Er glaubt wohl, dass alles, was anderen gehört, auch ihm gehört. Sogar das Leben der Leute. Das ist korrekt. Wenn Shido Premierminister wird, wird dieses Land unerträglich. Stimmt. Und er muss dafür bezahlen, was er Ren angetan hat. Yes. All right. Well then. It's me. Sorry, I know you're tired. It'll be a sec. Just hear me out. What I want to do with Shido after going into his palace. We can't let him run free. If there's a heart we gotta steal, it's definitely gotta be his. Yeah. Man, you knew this whole time, huh? I want to avenge you. That's a no-brainer. But that's not it. If we let him run the country, the weak will be totally effed. Isn't it our duty to protect them? Remember when I told you that heroes who lurk in the shadows are boring? Well, forget what I said. Those heroes are way cooler. Hey, once we change Shido's heart... No, never mind. Forget it. Let's do it. Let's steal that bastard Shido's heart. I'll do everything I can to make it happen. Thanks for listening to me. See ya. Der Wahlkampf hat angefangen. Ich wette, der Abgeordnete Shido wird die anderen bei weitem schlagen. Ja, meine Stimme hat er jedenfalls. Vielleicht gehe ich diesmal wirklich mal wählen. Es gibt nicht viele Politiker, die so sind wie Shido-san. Ist fast soweit. Konntest du gestern gut schlafen? Beeindruckend, was immer auch passiert, das prallt einfach an dir ab. Du stehst endlich deinem Erzfeind gegenüber. Du solltest nicht ungeduldig werden, hörst du? In letzter Zeit ist es ganz schön kalt. Wir erfrieren noch, bevor er seinen Sinneswandel hat. Versuchen wir doch etwas zu finden, das uns warm hält. Ein Heizgerät. Das ist gut. So schön warm. Sobald wir uns um Shido gekümmert haben... Na dann, ich dachte nur, das könnte der letzte Auftrag für die Phantomliebe sein. Die Ziele und Wünsche von uns allen führen dazu, Shido zu besiegen. So sehe ich das. Wir alle hatten unsere Gründe, den Phantomliebe beizutreten. Das war kein Spiel. Außerhalb der Phantomliebe hast du auch Freunde gefunden, die dir helfen und an dich glauben. Wir haben einen wichtigen Kampf vor uns. Und nur dank ihnen haben wir es soweit geschafft. Wir wissen nicht, ob wir das überleben. Verbring genug Zeit mit ihnen, damit du nichts bereust. Ren, ich werde bis zum Ende an deiner Seite sein. Der Kampf, der vor uns liegt, ist etwas Persönliches. Jetzt kannst du Shido auf deine Weise bekämpfen.
Hat aber mir nicht schon viele Fehltage? Ich frage mich, ob es mit seiner Vorgeschichte zu tun hat. Ich glaube, ich sagte es bereits, aber Amamiya-kun ist zurück in seinem Elternhaus. Es ist eine Privatangelegenheit, also verbreite keine Gerüchte. Wie lange können wir weitermachen? Wir müssen uns drum kümmern, bevor wir geschnappt werden. Are you sure it's okay for him to be down here working right now? I mean, wouldn't it be bad if a Shujin student walked in and saw him? Don't worry about it. Welcome. Yep. What did I just say? Nah, still fine. Senpai? You're not like a stunt double or something, right? I don't know what's happening, but I really hope this isn't a dream. Well, are you pleased? I'm the one who set this up. A little surprise from me to you. I asked Futaba to do me a favor. And I asked Ryuji to pass the message along to Kasumi. I knew you'd be wiped out for a while, so I made sure to give you time to recover first. Oh, thank goodness! I'm just so happy! No one cares about my scheme. Well, it looks like you know what's been going on with him. Take a seat, why don't you? No reason to stand around. I'm going out for a bit to grab some groceries. I'll let you all get caught up with each other. So you're Yoshizawa-san, right? Well, what's up? It's a pleasure meeting you. Yes, nice to meet you as well, Sakura-san. Could you at least figure out whether to be polite or casual? Shut up! Don't you underestimate my people anxiety! Mona tells me that you helped him out in that palace a while back. We are awfully grateful for that. Oh no, it was my pleasure. He's usually the one who helps me out. Not only that, I'd promised to repay his kindness to me, no matter what. What a refined response. Are we really around the same age? You know, there's something I've wanted to ask you, Yoshizawa. Why were you in that palace in the first place? That's... I was wondering that too. Ja, ich habe mich das auch gefragt. Of course, I'm extra grateful that you saved our leader. But if our plan had somehow leaked, then we need to change our tactics from here on out. It all started about a week ago, when we had lunch together on the roof of the school. But that day's when... I got the feeling that something big was going to take place that day, so... I'm so sorry. I was actually following you the entire time. Wait, we were tailed there? We definitely had no idea about that. It's like night and day compared to when Makoto was following us. I've been considering for a while now. Perhaps I should be fighting alongside you if I have special powers like yours, Senpai. Ja, bitte. I wondered if an outsider like myself should even get involved. But I couldn't just stand back and do nothing. It was nothing compared to how much you've done for me in the past. Correct me if I'm wrong, but you're not done here yet, are you? Then, perhaps I ought to lend you a hand. Well, we could definitely use the additional firepower, but... Ich bin ja dankbar für Ihr Angebot, aber Shido ist gefährlicher als jedes unserer bisherigen Ziele. Es wäre am klügsten, Kasumi nicht in diesem Kampf zu verwickeln. Senpai? Well, you say that, but... Honestly, we have no idea what risks you would face. Our enemy this time is more dangerous than anyone else so far. Also, we pretty much brought this entire mess down upon ourselves, so... We're delighted by the offer, but... We really can't drag you into this any further. Moreover, you have something to do yourself, right? I believe I'd be acting selfishly if I were to press any further. Very well. I understand your reasoning. If that's the situation, then I'll wait for you to return. But you have to promise me this. You'll come back safe, no matter what. I don't ever want to feel as horrible as I did when I thought you...
really do believe you. It's time I get going. I've got practice today, as usual. Well, be seeing you. Mann, das muss ja echt super sein, zur Schule zu müssen. Schwachsinn. Ein Toter kann nicht in die Schule gehen, weißt du? Es wäre alles umsonst, wenn sie herausfinden, dass er noch lebt. Aber nervt es nicht, wie ein Geflüchteter zu leben, immer sein Gesicht verstecken zu müssen? Alles in Ordnung, du musst wirklich nicht deine Augen bedecken. Versuch nicht tatsächlich zu verstecken, ja doch fällst du nur noch umso mehr auf. Das ist immer am schwierigsten. Gib dein Bestes, aber übertreib nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt so weit, dass wir den Plan ausführen können. Fehlt nur noch dein Signal. Okay. Tagsüber fällt es zu sehr auf. Deswegen müssen wir nachts gehen. Das ist bis jetzt unser härtestes Ziel. Also bereitet euch... Ja gut vor. Shido soll ein Sinneswandel verpassen. Und Shidos Herz seines Ziels wird bis zum Fristablauf. Er ist zäh und kennt das Meta-Universum gut. Stärke deine Bindung, damit du bereit bist. Entschuldige, dass ich davon anfange, wo du so viel zu tun hast. Aber die Phantomdiebe können es schaffen. Ich vertraue euch allen. Jedenfalls sind hier die Infos, die ich habe. Dieser Fall ist grausam. Da draußen gibt es eine Gruppe von Betrügern, die es auf alte Leute abgesehen haben. Offenbar benutzen sie eine Art spirituellen Hokuspokus, um sie dazu zu bringen, zu zahlen. Das ist es wirklich. Jedenfalls bleiben sie in Bewegung. Sie sind also nur schwer zu fassen. Offenbar hat die Polizei es komplett aufgegeben. Ich habe online gelesen, dass ihr Vertreter ein Typ namens Yoshihito Bakasa ist. Sorry, mehr weiß ich leider nicht über den Fall. Viel Glück. So, eine Zeit aufzubrechen könnte von schwierig werden, aber die Infos könnte es wert sein. Falls wir die Gelegenheit haben, nach Memento zu gehen, wäre es ein gutes Ziel. Was sind an? Ja, ja. Willst du, dass ich dich untersuche? Wenn du kommst, kann ich die Klinik nachmittags schließen. Natürlich kannst du nicht steigen. Was ist das im Palast? Treffen wir uns nicht, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, gehen wir doch einfach. Treffen wir uns im Versteck. Den machen wir die Hölle heiß. Hey, we're all here. Da sind wir alle da. Wollen wir loslegen? Okay, let's go. Gehen wir erst zum Hauptflur, von dort kommt man zur Hauptversammlungshalle. Verstanden, legen wir los. Jetzt machen wir weiter. Wir kennen die Identitäten der fünf VIPs. Ein Politiker, ein ehemaliger Adliger, ein TV-Boss, ein RT-Boss und dieser Säuberer. Laut Karte müsste da vorne ein Restaurant sein. Dann das müsste der Politiker sein, oder? Gehen wir nachsehen. Hier sind auch nur maskierte Kerle. Vielleicht haben sie Informationen für uns, aber stell keine auffälligen Fragen, okay? Sure. The baton has powered you up.
you're mine. Knocked him right off your feet. Freeze. Nice, Joker. Do it. All out attack. Just hold on and push through. We can come back from this. Okay, that's your comeback. Don't forget this feeling. Okay, let's move on. Okay. I can feel done it. Done and done. Let's move on. Hast du eigentlich mal in einem Restaurant hier gegessen? Noch nicht, aber ich habe gehört, dass ein berühmter Abgeordneter vom Essen begeistert sein soll. Das stimmt, der geht doch fast jeden Tag essen. Narziss. Ja, selbstverliebter Sänger, ne? Oder selbstverliebter Star. Your power's incredible, Joker. Alright. It's somewhere. Oh. Is that a werewolf? Zona, don't let it get away! Take that! Finish it for me! I am thou. Someone finish it! Persona! Satan Typhon! So, you sure showed me. Serves you right. Alright, time for some pain! Okay. Easier than cleaning my brushes. I can feel it. Show me your true form. Now, Persona! Beat him up! Enough, mom! That's one down! Go, Queen, go! I'll use my Persona! Feel my rage! One enemy defeated! Go get him, Queen! According to plan. Okay, let's move on. I leveled up. Okay. No match for me. Auf diesem Schiff fühlt man sich wirklich wohl. Ich bin sehr beeindruckt. Die Stabilität ist wirklich eben einmalig, aber das ist ja auch das Schiff von Herrn Shidou. Stimmt, ich musste in meiner Jugend zwar harte Zeiten durchmachen, aber jetzt kann ich mein Leben genießen.
Die Tür ist verschlossen, ha? Huh? Aber da kann man auch noch lang, zum Beispiel da hinten. Kennst du dieses exklusive Restaurant? Ich frage mich ja, wie man dort Mitglied werden kann. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich habe auch nur beschwerlich einen Platz auf diesem Schiff bekommen. Im Vergleich zu den anderen Gästen sind hier einfach nur normale Menschen. Wir sollen dankbar sein, dass wir überhaupt in dieser Lounge essen dürfen. Was ist das für ein Schild? Ein Restaurant für alle für Mitglieder Restaurant Elite? Kannst du das echt auch nicht lesen? Ich dachte, du bist Miss Super English oder so. Ryuji, das ist kein Englisch, sondern Italienisch. Jedenfalls, das Restaurant ist nur Mitgliedern vorbehalten. Jeder ohne Mitgliederkarte wird abgewiesen. Man muss das Abendessen Mitglied sein? Das ist doch absoluter Schwachsinn. Hast du eigentlich mal in dem Restaurant hier gegessen? Noch nicht, aber ich habe gehört, dass ein berühmter Abgeordneter vom Essen begeistert sein soll. Was jeden Tag kennt, hat mir schon mal den Typ. Oder sie. Woher bekommen wir so eine Mitgliederkarte? Gute Frage. Gute Frage. Show me your true form. I've used my persona. Now just jump. Two opponents. These are pretty easy. Ja, gute Frage, wie kommen wir jetzt an so eine Karte ran? It's locked from the other side. We have no choice but to go around it. Hey, man kommt hier einfach rein? Nicht im Ernst. Man kommt hier einfach rein. Ich dachte, das wäre total Luxus und so. Ah. In unserem Restaurant darf man nur mit Mitgliederkarte speisen. Ach ja, wir haben von der Sache vorhin gehört. Ätzend. Herr Sassona hätte es eigentlich beim Boarding erklären müssen. Verzeihung, aber dürfte ich bitte einmal den Boarding Pass sehen? Das ist nicht gut, wir sollen uns zurückziehen. Ohne diese Mitgliederkarte kommen wir wohl nicht wirklich rein. Schau, die Frage, was machen wir jetzt? Hier sind doch viele Leute, vielleicht weiß jemand was über eine Mitgliederkarte. Ah, okay, keine Ahnung, aber das scheint momentan unsere einzige Möglichkeit zu sein. Oh ne, jetzt sind die überall die Gegner. Sag ich mal in dem Restaurant, noch nicht. Das stimmt, der geht doch jeden Tag essen. Diesem Schiff fühlt man sich wirklich wohl. Ich bin schwer beeindruckt. Ich habe dich jetzt wirklich einmal. Ja, schön, muss man eben so harte Zeiten machen.
ist denn los? Du bist in letzter Zeit so pingelig. Aber ich scheine irgendwo meine Restaurantkarte verloren zu haben. Meine Güte, und die Karte kannst du hier doch nicht essen. Weißt du das Personal schon Bescheid? Noch nicht, ich mache mir da keine Sorgen. Ich frage nachher bei den Bars nach. Ich kenne Herr Shido persönlich und er gibt mir sonst sicher einfach eine neue. Aber ich wusste gar nicht, dass ihr so vertraut seid. Kein Wunder, dass du seine Würde ausstrahlst. Er hat seine Mitgliederkarte verloren. Das ist doch unsere Chance. Keine Ahnung, ob es klappt, aber wenn wir sie vor ihm finden, können wir sie doch benutzen. Ja, verdammt, er hat sie verloren. Also finden wir sie und können sie dann an uns nehmen. Ich sag bei irgendeiner Bar, oder? Oh, tough. Komm, wie kann ich behilflich sein? Was genau suchst du denn? Das wurde hier leider nicht abgegeben. Dann sind wir hier falsch, Joker. Die waren wir gerade vorher schon, oder? Ja. Und hier gibt's noch mal eine Bar. Oder hatten wir die untersucht? Ich habe keine Ahnung. Sind nur noch welche? Ja. Oh, da ist ein Gegner. Oh, da ist noch ein Gegner. Oh, oh. Und schon vorbei. Vorbei. Komm, wie kann ich behilflich sein? So, das wurde hier leider nicht abgegeben. Nee, falsch, Joker. Oh. Ah, es gibt noch die andere Seite. Ah, hier, und ich wünsche dir einen guten Appetit. Das ging ja schnell, sollte das so einfach sein? Ist doch egal, Shido denkt anscheinend, dass du nur von inkompetenten Leuten umgeben wirst. Er vertraut also niemanden, vielleicht gibt es deswegen so viele Mitgliederkarten. Ist doch super, dass es so schnell ging. Gehen wir zum Restaurant und holen uns eine Empfehlungsschreiben. Okay, gut Leute, wir sagen euch im nächsten Fall weiter bei Persona 5 und ciao.